So, dann wollen wir mal zuallererst auf die Karte gucken. Ja, habe ich es mir noch gedacht. Schon die ersten Leute verloren. Wie viele waren es denn? 3 Stück. Okay. Da mir jeder immer wieder sagt, ich soll sie doch lieber verstecken, anstatt zu stehlen, dann machen wir das doch auch mal und gucken, wie genau das funktioniert. Also eigentlich sollen sie ja automatisch wieder auf Stehlen gehen, aber ich habe da irgendwie meine Zweifel. So, neue Leute irgendwo anders hinschicken können wir erstmal auch nicht, weil wir haben nicht genug. Wir haben 36, wir können 63. Ich glaube, ich stelle den Regler mal hoch. Wie hoch geht das eigentlich? 4.000 Dollar alle eine Sekunde? Wow. Hat er jetzt aber hoffentlich nicht gerade gemacht, oder? Mist, hat er. Okay, das könnten sie anders regeln. Da muss das irgendwie bestätigen oder so. Wir haben gerade 8.000 Dollar verbraten für 2 Angestellte. Lassen wir mal so. Wir sind jetzt bei 38, das heißt, wir können 2 Leute schon wieder losschicken. Und wir brauchen auch noch unbedingt Strom demnächst. Denn ich will auch überall neue Lautsprecher bauen. Wir haben nämlich ganz vergessen, aus der Kaserne hier den Lautsprecher mitzunehmen. Weil hier ist jetzt gar keiner. Das heißt, die Jungs bekommen gar nicht mit, wenn irgendwo Alarm geschlagen wird. Und du bleibst bitte da oben. So. Also, wir brauchen einen Raum, und zwar ein Kraftwerk. Das kann ruhig hier hin. Und es muss genug Platz haben für 2 Kraftwerke. Also noch ein. Das heißt, hier hat er 3x3, da hat er 3x3 und hier hat er die Tür. Sehr gut. 5.000 Dollar. So, und ein Generator kostet nochmal eben 10.000 mehr. Jautsch. Damit sind wir wieder pleite. Aber die Angestellten trudeln langsam ein. Der Agent ist immer noch da, also schicken wir die mal hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ruhig. So. Und hier sind jede Menge Leute, die nichts zu tun haben. Obwohl alle Computer besetzt sind. Warten wir mal kurz ab, wie viele davon noch über sind, wenn die Leute losgeschickt wurden. Und sonst schicke ich gleich noch mehr los. Hätte ich irgendwie nicht so gedacht. Aber gut. Also die Speicherbänke sind nicht belegt, aber das müssen sie auch nicht, weil wir nur in 1-2 Ländern sind. Na gut. Stellen wir das mal wieder runter. So. Wir haben schon genug Geld dafür verschwendet. Ich würde gerne wissen, welche die Angestellten sind, die jeweils 4.000 gekostet haben. Dem würde ich gerne einen besonderen Namen geben, wenn das denn geht. Ich bin verdammt teuer 1 und 2. 30 haben wir jetzt nochmal Basis. Dann schicken wir doch nochmal welche hin. Und der Agent ist weg. Und sie verstecken sich immer noch. Wusste ich's doch. Also, verstecken ist zwar eine schön bequeme Möglichkeit, aber sie schalten nicht automatisch wieder auf Stehlen, wenn der Agent weg ist. 1, 2, 3, 4, auch noch dahin. So. Was ich mir auch noch überlegt habe, als ich das Video einmal testweise wieder geguckt habe, wir könnten ja hier zum Beispiel auch so eine Windpuster hinstellen. Und wenn dann ein Agent die Tür hier aufmacht, beziehungsweise durchhuscht, wenn einer von unseren Bediensteten durchläuft, tritt er hier auf die Platte, wird dann von dem Windpuster in die Giftfalle gelegt, geschubst und dann hoffentlich ausgelöst. Heißt, wir müssten die Reihenfolge so machen, wir verbinden die Druckplatte mit den Windfallen und die Windfallen dann mit der Giftfalle. Das heißt, erst wenn die Windfalle gepustet hat, wird die Giftfalle aktiviert. Weil sonst aktiviert die Druckplatte die Giftfalle geht runter, die Windfalle geht an und die Agenten werden einfach nur gegen die Windfalle oder gegen die Giftfalle gepustet, aber nicht rein. Also mit den Fallen werde ich allgemein noch sehr viel experimentieren müssen. Denn die sind recht kompliziert. Vor allem, wenn man das hinbekommen will, dass die eigenen Leute da nicht reintapsen. Wobei das mit den eigenen Leuten wohl sehr viel damit zu tun haben soll, wie fit die sind. Klicken wir dich mal an. Hier, Aufmerksamkeit. Bei ihm ist es gerade auf Maximum. Der war wahrscheinlich lang genug neben dem Boss. Aber wenn die Aufmerksamkeit runtergeht, dann lösen sie halt selber auch was aus. So. Du sprengst da unten. Die Techniker haben irgendwie fast nichts zu tun. Davon haben wir auch nur 2, das ist aber okay.
Und die Kammerdiener auch nicht wirklich viel. Aber sobald mal jemand in die Basis reinkommt, haben die Kammerdiener immer was zu tun. Mit den Schwächentags. Aber dank zweier Tür kommt ja keiner rein. Ja, doch. Sehr gut soweit. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, die ersten Leute sind da. Und hier sind noch welche hin unterwegs. 4 Stück. $4.000. Sehr schön. Also, was noch an allgemeinen Design-Sachen? Der Raum hier muss neu aufgebaut werden. Denn es ist auch ein Sicherheitsrisiko, da hier Waffen drin sind. Außerdem brauchen wir noch ein Hotel draußen, aber das kostet viel zu viel. Also muss er erstmal warten. Und die Gefrierkammer hier kann weg. Ja, den ganzen Raum. Das heißt, wir bauen diesen Raum noch ein wenig mehr aus, damit die Leute sich noch mehr erholen können. Wir bauen hier eine neue Kaserne hin, aber nicht mit einer Tür nach oben. Oder mit einer Tür nach oben und keiner weiteren Tür. Das war ja das Problem bei der letzten Kaserne gewesen, dass sie 2 Türen hatten und damit alles umgehen werden konnte. Aber wenn wir jetzt nur hier am Eingang eine Tür hätten, könnte jeder da rein, aber ist ja auch nicht schlimm, ist ja nur eine Kaserne. Und sie könnten die ganzen Fallen nicht umgehen. Also ja, das wäre eine Möglichkeit. Das mit der Geldkammer ist jedoch ein wenig schwieriger. Und wir müssen auch dran denken, wo die Lampen laufen. Weil die feindlichen Agenten folgen meistens unseren Bediensteten. Das heißt, wir müssen so hinbekommen, dass die Bediensteten auch da langlaufen, wo wir es gerne hätten. Und wenn wir jetzt die Geldkammer, also die kleine Geldkammer, irgendwo hier hinbauen würden, würden alle Bediensteten auch hier hinlaufen, um die Goldkoffer abzuholen, beziehungsweise um sie abzuliefern. Das heißt, auch alle Agenten würden da langlaufen und unseren Todeskorridor gar nicht benutzen. Ja, also viel zu bedenken. Das heißt, ich wäre versucht, hier die Geldkammer hinzulegen. Mit einer Tür nach da oder da. Wäre das dann immer noch hier rum leichter als darum? Nicht so wirklich. Also müsste die Tür echt nach da gucken. Ja. Na gut, alles Schritt für Schritt. Ist der Generatorraum da? Ja, ist der. Der Generator fehlt aber noch. Da könnten wir auch gleich einen zweiten bauen. Aber der kostet 10.000. Ne, ich warte jetzt, bis er aufgestellt wird. Dann gucke ich, wie viel Strom wir dadurch bekommen. Und baue erstmal in den wichtigsten Räumen überall Lautsprecher rein. Die verbrauchen ja auch Strom. Und kosten nicht gerade wenig, wenn wir denken, wie viele wir davon aufstellen müssen. Du hast nichts zu tun, hm? Dafür sehen die Fertigkeiten ganz gut aus. So, die Spinte sehen echt genial aus mit so vielen. Inzwischen haben wir 46 Leute. Weltkarte. Keine feindlichen Agenten. Oh, das läuft ja richtig sauber. Wir haben jetzt in einem 9er Dollar und 7 Schutz. 7 Schutz. Hatten wir nicht noch irgendwelche hingeschickt? Also hier sind jetzt 6 Leute drin. Die Wut ist... Also ich glaube, ab hier so werden die aggressiv. Aber das ist halt rein gefühlt. Der da kommt schon ziemlich nahe. Ich glaube, ich lasse den einfach mal eine Weile verstecken. In der Hoffnung, dass die Wut dann runtergeht. Also wir merken uns, die Wut ist hier bei 1., 2., 3. Strich ungefähr. Und das lassen wir jetzt eine Weile in Ruhe. So, währenddessen schicken wir jetzt hier 6 neue Leute hin. Damit wir in der Heimatbasis immer so bei 20 rum sind, mindestens. Oh, und wir bekommen Besuch. Von Mafia-Ermittlern und Pampers-Ermittlern, richtig? Ne, Alibi. Wusch. So, die sollen auch Schaden machen, habe ich mir sagen lassen. Du hast keinen Schaden, du hast keinen Schaden. Du vielleicht? Nö. Dann müssen sie wohl richtig gegen eine Wand gegendonnern, bevor die Schaden bekommen. Und einer von denen ist tot. Was jetzt nicht ganz so gut ist. Weil er macht davon ein Foto. So, du bist jetzt eine Dreiertür. Komm schon, geh zu. Gäbe es wieder eine Zweiertür. Ich wollte sie eigentlich hinter ihm zumachen. Aber na gut. Du willst doch da wieder hin? Na komm, geh durch. Ist eine Einertür. Die Verzögerung ist doch ein wenig nervig. So, jetzt hängst du da fest. Ja, okay. Allgemein sollte ich mich auch gar nicht so sehr um die Agenten kümmern. Ich
meine, wir kommen ja auch so ganz gut klar. Bisher haben wir noch, obwohl schon sehr häufig Agenten geflohen sind, nicht wirklich viel Probleme damit gehabt. Also wir wurden nicht irgendwann plötzlich von der Armee belagert. Auch wenn das vielleicht noch kommt. Also, Generator steht. Nächster Schritt, Lautsprecher. Wir hätten gerne Sicherheitslautsprecher. Hier drin. Wir hätten gerne einen Sicherheitslautsprecher. Hier drin. Und vor allem hätten wir gerne hier einen drin. Decken wir damit den ganzen Raum ab? Fast. Soll mir reichen. So. Ich mache das jetzt wegen dieser kleinen Ecke hier nicht nochmal extra, weil die teilweise halt recht viel Strom verbrauchen. Wie viel sind's? Zwar nur ein Punkt, aber wir brauchen ja schon 10 Stück oder so, um die ganze Basis abzudecken. Und das muss nicht sein. Außerdem kosten die Dinger 3000 jeweils und so dicke haben wir es dann auch nicht. Oh, Agenten. Piu. Das war's. Sehr gut. Du, verstecken. Ah, die haben sich versteckt und trotzdem kam einer. Sehr kurios. Und die Wut scheint nicht wirklich runtergegangen zu sein. Hm. Okay. Was mit dem Rest? Wir hatten noch welche unterwegs. Aber die fliegen noch. Hier, ne? Ja, da können noch zwei hin. Noch zwei hin. So. 25.000 haben wir auch wieder. Davon gehen ein paar für die Lautsprecher drauf. Aber ich denke mal, wir können probieren, hier jetzt die Windfallen zu bauen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich gut funktioniert. Aber da müssen wir halt rumtesten. Und das macht ja auch Spaß, Todesfallen zu konzipieren. Auch wenn es momentan noch recht wenig Auswahlmöglichkeiten sind. Achso, und so eine Pappattrappe hätte ich mal ganz gerne. Wenn die Pfeile nach rechts zeigen, springen die nach rechts auf? Ich glaube so rum. So. Und gucken, was die Dinger machen. Ja, die sinken sogar ganz schön rapide. Deswegen schalten wir euch mal wieder auf Stehlen, weil ihr das nicht automatisch macht. Und euch auch wieder auf Stehlen. So, 2170, sehr gut. Was sagt die Minimap? Die Minimap sagt, da ist gerade ein Agent geflohen. Und hier wuseln überall Touristen rum. Aber ja, das Hotel, ich kann nochmal gucken, ich glaube, es waren 100.000. Hotel Mittelpunkt, 100.000 Dollar. Nein. Selbst wenn ich jetzt 100.000 hätte, würde ich sie nicht dafür ausgeben. Wir haben halt noch zu viel Umdekorieren zu tun. Also die Räume neu aufbauen, hin und her verschieben, abreißen und so weiter. Das wird recht viel kosten. Wir brauchen noch mindestens einen Generator. Wir brauchen noch das Allerheiligste für unseren Obermufti. Und das sollte schon ziemlich opulent eingerichtet sein. Zumal wir dafür ja auch eine Mission haben, wenn ich mich recht erinnere. Also ja, wir haben noch sehr viel zu kaufen. Hotel hört sich zwar recht praktisch an, dass die ganzen Touristen dahin laufen. Aber momentan haben wir nicht mehr wirklich Touristenprobleme, da wir hier die Zweiertür haben. So, da sind die Pappattrappen. Könnten wir es mit dem Crashtest-Dummy testen. Aber ich denke mal, früher oder später wird da eh einer reinlaufen. Ein mit Sprungfedern aufgezogenes, verwirrungsstiftendes Schussziel. Ich hoffe mal, da das mit Sprungfedern ausgestattet ist, braucht das nicht großartig Sensorplatten. Ja, gucken wir. Windfalle steht die erste. Sehr gut. Also das Ding hat jetzt keine Verbindung mehr, bitte. Das Ding hat auch keine Verbindung mehr. So, also das Ding ist jetzt effektiv ausgeschaltet. Dafür verbinde ich jetzt die. Kann ich dich mit dich verbinden? Nein, kann ich nicht. Dann verbinde ich dich mit dem und dich mit dem und die jeweils mit dem. Wow, sieht das cool aus. Also, von der Theorie her. Diese Druckplatten hier lösen die Windfallen aus. Sobald die Windfallen ausgelöst wurden, werden dann erst zusammen diese Giftfalle hier ausgelöst. Ich hoffe einfach mal, dass wenn die Windfallen ausgelöst werden, der Agent genug Zeit hat, da reinzufliegen, bevor das Ding runterkommt. Eventuell fliegt er auch dran vorbei, dann müssten wir die Druckplatten da wegnehmen und dafür die zweite Giftgasfalle dahinter legen. Aber ja, das testen einfach alles aus. So, die da sind noch nicht verbunden, also brauchen die wohl auch noch Druckplatten.
Und irgendwie kommt kein Geld rein. Oder ich bin zu ungeduldig. Stehlen, stehlen, stehlen. Alles gut. 6400. Ja, ich war wohl nur zu ungeduldig. Also, wir hätten gerne Kontaktsensor da. Kontaktsensor da. Und da soll das erste Geld reingeputzelt. Sehr schön. Ja, machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.